Hallo liebe Camper, hier ein kleines Video, wieder mal von Mega Caravan. Wir haben hier ein wunderschönes neues Fahrzeug, einen Campeo, ein traumhaft schönes Auto, hat gerade mal 300 Kilometer auf der Uhr, also schaut richtig schick aus, das Ding. Und ihr seht schon, es ist hier der Deckel von der Dinette offen, weil der Kunde hier unbedingt eine Dieseltruma wollte. Und im Gegenzug zu vielen anderen haben wir gesagt, ja klar, bauen wir um, überhaupt kein Problem. Leider wurde er öfters mal abgewiesen, hat geheißen, nee, ist zu teuer, rentiert sich nicht und sowas kann man nicht machen und hin und her. Also wir haben es gemacht, ohne großen Schwierigkeitsgrad. Wir sind jetzt hier gerade im Testlauf, funktioniert einwandfrei. Hier sehen wir die neue Truma. Wir haben natürlich ein bisschen was verändern müssen, klar. Das heißt hier hinten, da gehen wir gleich nochmal außen rum. Der Ausschnitt muss vergrößert werden, weil da natürlich ein anderer Außenkamin ran muss. Dann haben wir hier auch zwei Abgasrohre, wie wir sehen, die in die Truma reingehen, klar, weil es ein Diesel ist. Hier haben wir die Dieselleitung entsprechend verlegt. Genau, alles wieder sauber angeschlossen, alles wieder sauber gemacht. Ist wunderbar. Was hier auch verbaut ist, war aber schon serienmäßig drin, weil nämlich hier hinten auch der Abgas unterm Fenster sitzt, ein Fensterschalter entsprechend. Dann haben wir natürlich das CP Plus. Ich habe das jetzt gerade auf volle Touren laufen, damit man auch dementsprechend das Ding freibrennen kann. Hier haben wir das CP Plus, liegt auf 30 Grad. Uhrzeit ist natürlich noch nicht eingestellt, aber läuft einwandfrei. Tolles Fahrzeug, gell? Das schaut schick aus. Ah, jetzt nehme ich euch einmal mit außen rum, dann können wir uns mal den Kamin anschauen, den wir nämlich hier außen, genau hier, vergrößert haben entsprechend. Wie wir sehen, da kommt auch schon richtig toller Rauch raus. Im Gegenzug zu Diesel, weil man immer das Vorurteil hat, dass es ziemlich eich riecht, muss ich sagen, riecht eigentlich gar nichts. Schauen wir wieder rum. Und im Normalfall heißt es, Diesel riecht oder sonstiges. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, weder innen noch außen. Ich muss sagen, mit der Dieselheizung haben wir jetzt schon mehrmals verbaut. Die Dieseltruma kommt super gut. Man riecht überhaupt gar nichts, also überhaupt kein Problem. Funktioniert tadellos. Die Herrschaften hier stehen viel autark. Da ist natürlich das eine tolle Geschichte, wenn man nicht mehr von den Gasflaschen abhängig ist, gerade im Van-Bereich, wo man eh so wenig Platz hat. Und auch gewichtstechnisch natürlich ein Thema. Braucht man jetzt nur noch Gas fürs Kochen, weil hier ist serienmäßig schon ein Kompressorkühlschrank verbaut. Und jetzt haben wir nur noch die zwei Kochstellen da oben, was mit Gas funktionieren, weil warm Wasser und Heizen tun wir jetzt ausschließlich mit Diesel. Also tolle Geschichte. Ja, ich wollte euch das nur mal kurz in einem kurzen Video zeigen, dass sowas ohne Probleme machbar ist. Original Truma raus, die Kombi 6 und die D6 eingebaut und alles ist gut. In diesem Sinn, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich kriege ein kleines Like bzw. ein Abo, wo ich mich natürlich immer drüber freue. Das ist dann die kleine Belohnung für das, was wir hier machen. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald, euer Mega Caravan Team.